Hallo zurück zu Arkwen mit Blick auf dieses Schiff hier. Immer noch folgt uns Herbert und wir laufen weiter. Das Schiff ist, glaube ich, nichts Besonderes und deshalb gehen wir einfach mal ganz normal den Weg hier lang und gucken, was uns erwartet in dieser felsigen Umgebung. Wir kommen näher ans Schiff. Wir können das mal anschauen, aber da gibt es immer noch nichts zu sehen. Und da können wir ein bisschen hüpfen. Hatte ich ja vergessen. Okay, wir können mal zum Schiff gucken. Jetzt doch noch. Mit irgendwas muss man ja machen. 100 Bier. Wie geil. 100 mal Bier, wenn du nimmst, doch was Geiles. Aber nur Wert 1. Ist ein bisschen scheiße. Und 4 Gold. Oder was auch immer. So. So, jetzt töten wir hier die Ratte mal schnell. 56 ist mein Langbar verbessert. Entschuldigung. Ja, noch ein paar mehr Ratten töten. Jetzt sind die schon wieder schwächer, aber ich meine, dafür halten die trotzdem noch relativ viel aus. Dafür, dass es einfach nur Ratten sind. Der Loser-Gegner. Mir kommt es mir so vor, als wären die Ratten jetzt hier schwächer gewesen. Aber ich heile mich erstmal. So. Vielleicht hat er ein Tagebuch, welchen Weg ich jetzt gehen soll. Nö, ich muss einfach weg. Ich gucke erstmal dort hin. Es sieht aus, als wäre es eine Sackgasse, aber da gehe ich trotzdem lieber erstmal die Sackgasse hin. Oh, ein Zombie. Komm schon. Ne? Ne, komm. Ah, na schön. Na fein, tot. Ach, noch mehr Zombies. Ich habe mit euch schon genug Zeit verschwendet. Wow. Jetzt bin ich ja hier fast tot. So ganz plötzlich, weil er mich richtig in den Arsch geklopft hat. Einen Heiltrank nehmen. Und, wow, das sind neue Zombies, die kenne ich noch gar nicht. Ich glaube, Herbert kann hier sterben. Deshalb kaue ich einfach ein bisschen ab und töte währenddessen diese Zombies hier. Nur noch einer da. Okay, langsam hat sich schon wieder verbessert. Und Herbert hilft mir jetzt auch noch. Wie praktisch. Verkrüppelter. Noch mehr Gold und niederer Seelenstein. Der hat ja feines Zeug dabei. Wow! Oh mein Gott, ein riesiges Vieh. Ein riesiges Vieh. One hit! Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das setzt dann wohl den anderen Weg als richtigen Weg fest. Weil das Vieh war unlogisch. Ja, Moron X ist not loaded. Das kommt hier jedes Mal. So ein Kackfehler. Aber ansonsten ist das eigentlich kein Problem. Genau, ich hatte hier gerastet. Ich kann gleich nochmal rasten, weil er immer vorm Rasten speichert. Nicht danach, wie es irgendwie günstiger wäre, aber... Ach, das hat die Athletikverbesserung, die hatte ich ja schon mal. Und hüpfe ich weiter. Haben sich auch bei der Akrobatik verbessert. Chimba. Aha, ach, Baumstumpf. Ach, Baumstumpf. Ach, Leiche. Ach, Bäume, schön. Zivilisation, also eigentlich nicht. Oh, ein Heiltrank. Praktisch, weil solche Viecher manchmal dabei haben. Warum auch immer die Heiltränke dabei haben, aber... Soll mich nicht stören. Liegen generell irgendwie ziemlich viele wildere Heiltränke rum. Und wilde Mana-Tränke. Was irgendwie zwar unlogisch ist, aber cool. Und praktisch.
So. Skelett und ein Wegweiser auch noch. Sohn des Fischers. Ich frage mich, ob es das so ein Quest gibt. Finde meinen Sohn. Bestimmt. Das würde ich leicht nicht so heißen. Okay, ne? So. Irgendwie macht die ganze Arbeit. Herbert. Na gut, eigentlich mache ich die Arbeit, aber Herbert macht auch viel. Oh, der hat doch wieder einen Heiltrank dabei. Oh, noch eine Ratte. Okay, der hat Herbert erledigt. Diese Erzminen. Aber ich glaube, das kann ich nicht abbauen. Ja, ich habe keine Spitzhacke. Das ist auch cool. Hier gibt es auch Erzminen. Schon. Hey, schon. Hier ist auch ein Morumin, aber Erzminen sind trotzdem cool. Uiuiuiui. Okay, also Herbert zockt doch schon ein ganzes Stückchen mehr rein. Wolfspelz und Fleisch nehme ich mit. Ich will schon nicht schaden. Ein Huhn hat auch Fleisch dabei, nehme ich mit. Sieht wie Zivilisation aus, nicht? Oh, Pflanzen. Ne? So. Tür geht auf. Fass. Hier ist wirklich was drin in solchen Fässern. Oh, moin. Gerrig. Es freut mich, euch kennenzulernen. Wollt ihr länger in Gron bleiben, dann werdet ihr wissen wollen, welche Dienste ihr erfinden könnt. Gron? Gron ist das letzte zivilisierte Dorf in Hrodka, vor der verfluchten Ebene der verlassenen Länder. Früher gab es in dieser Umgebung noch mehr Siedlungen. Doch diese wurden während der Zeit der großen Dunkelheit aufgegeben. Heute sind wir sozusagen das Tor zu den Ländern im Westen. Na schön. Ebene der verlassenen Länder? Sprecht nicht davon, Fadenfisch. Dort herrschen seit Jahrzehnten die ruhelosen Körper derer, die der Seuche nicht entkommen konnten. Wagt euch nicht dorthin. Euch, es wird euch nur der Tod erwarten. Da komme ich aber gerade her. Na, scheiß drauf. Und woher kennst du euch meinen Namen? Ich hatte ihn dir nie gesagt. Okay. Du da? Manovs Frau. Nö, sagt euch, sagt mir nichts. Es tut gut, euch zu sehen. Ed, der Fischer. Ist das vielleicht dein Sohn? Mal schauen. Helga? Diese Wölfe, hört ihr nicht das Gejaule? Sie bringen mich noch nicht verstanden. Das klingt doch noch im Nebenquest, oder? Seit Wochen streifen diese Wölfe schon durch den Wald, südlich von hier. Die Mauer hält sie zwar zurück, aber ich habe jedes Mal Angst, einen Schritt vor das Dorf zu setzen. Wenn es so weitergeht, muss ich meine verbliebene Habe verkaufen und zurück nach Stormwind ziehen. Wenn ihr genug Mut habt, um euch diesen Wölfen zu stellen, dann bringt mir 10 Wolfspelz als Beweis für eure Tat. Ich werde euch belohnen. Ui. 10 Wolfspelze. Wie viele Wolfspelze habe ich denn? Nur einen, würde ich sagen. Ja, das mache ich aber später, nicht jetzt. Junger Fischer. Nö, auch nichts. Den Laden, Haus des Fischers. Gregshaus. Kronhaus der Wache. Holztür. Oh! Achso. Na gut, wir sehen uns noch später, nicht? So. Haus des Händlers. Da kann ich vielleicht mal ein bisschen Zeug verticken. Vielleicht auch ein bisschen neue Rüstung und sowas kriegen. Ne? Hallo? Bla bla bla, ist mir zu langweilig. Handel. So, was kannst du, was brauchst du denn mal? Also das hier brauche ich nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Heiltrank, Warnertrank brauche ich. Tee. Brauche ich nicht. Äpfel nicht, Bier nicht. Ich kann auch nicht brauen, deshalb ist alles relativ sinnlos für mich. Enter alles bestätigen, nicht die Maus nutzen. Fichtensteinpilz, Fleisch, pökeltes Fleisch, Hühnchen. Also ganz viel Kram habe ich hier. Warum verkauft ihr eigentlich verseuchtes Fleisch ab? Den Wolfspelz brauche ich noch. Ränge der Gesegneten. Notiz, weiß ich nicht, was drin ist. Einfach nicht behalten. Papier kann ich verticken. Seiten. Ach, das sind nur die Seiten. So. Wie viel kriege ich dafür? 271. Dafür möchte ich mindestens 285 haben. Fehler sogar. Ist ja geil. Hätte ich niemals gedacht. Das
Habe ich ein Verrüstungsteil? Ich brauche irgendwie noch Schulterplatten oder sowas. Habe ich schon Handschuhe? Nein. Linker Panzerhandschuh, rechts. Stahlhandschuhe? Die muss ich mir holen. Und eiserne Schulterplatten. 20 Rüstungswert. Okay. Eisenharnisch hat Rüstungs... Der nordische Eisenharnisch hat Rüstungswert 32, meiner hat Rüstungswert 20. Kann ich mir das leisten? Ja, ich kann mir das leisten, das noch zu holen. So. Und den nordischen Eisenhelm hat sich auch mehr Rüstungswert als mein Knochenhelm. So. Und das Schild ist bestimmt auch besser als meins. Habe ich überhaupt schon ein Schild? Ach, scheiß drauf. So. Dafür möchte ich nur 115 zahlen. Ah, toll, dann halt 117. Och, willst du jetzt wirklich so haben wir feilschen? Okay, gut. So, dann habe ich genug gefeilscht und die Wölfe werde ich, denke ich mal, nächsten Part töten. Dann sage ich erstmal, tschüss hier.